Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Ihr wisst ja, wenn ich das Ding in der Hand halte, geht's weiter mit Daytop, Hersching. Wir haben es bald geschafft. Ist schon der 20.11., wenn ich zu Ende bin mit dem Lesen und dann ist nur noch ein Monat. Fast. Also, Ernst Kapers, die Wochenreflexion vom 14.11. bis 20.11.1994. Die ganze Woche Praktikum, das heißt arbeiten. Muskelkater am ganzen Körper, der zum Glück während des Feiertags am Mittwoch verging. Abends hatte ich meistens keine Lust mehr für großartige Unternehmungen. Ich hatte sogar montags leichte Schwierigkeiten, dem Plenum zu folgen. Dann war da noch das mit dem Klingeln am Aufzug. Kleiner Scherz mit großer Wirkung. Dann am darauffolgenden Sonntag einen halben Tag in der Küche helfen. Das Praktikum hat mir bis jetzt gezeigt, dass ich später nicht im Verkauf arbeiten will. Die Arbeitszeit ist mir zu lang, ansonsten würde es schon Spaß machen. So, Leute, also was gibt es dazu zu sagen, damit ihr das überhaupt folgen könnt? Damals, 1994, im November, lag schon kniehoch Schnee. Der Winter war richtig knallhart kalt. Auch das Jahr davor und die Jahre davor, es war immer kalt. Es war immer viel Schnee, aber immer bitterkalt vor allem. Da gab es das ja dann am Heiligabend, 21 Grad in der Sonne offen. Immer minus 21 Grad oder so. Ja, egal. Auf jeden Fall war es halt auch so, dass ich dann in diesem Plenum gesessen bin und da saßen ganz viele Leute, die ich gar nicht gekannt habe. Die habe ich einmal gesehen, zweimal im Haus laufen. Ich wusste ja, die laufen ein normales Programm ab, was die halt da jetzt passiert bei denen, wo die ungefähr stehen. Aber das, was die untereinander hatten, hey, dieses Silifans, das hat mich sowas von gelangweilt und genervt, weil ich meinen Kopf draußen gehabt habe bei einem Praktikum und ich muss einen Job und ich brauche eine Wohnung und boah, ich muss raus. Und das, was mich selber betroffen hat, halt das Zwischenmenschliche mit der Michaela und dann mit den anderen Leuten, mit denen ich mich da angefreundet habe. Und dann das Klingeln an diesem Aufzug, das ist unser Küchenaufzug gewesen, der für die Leute, wenn die geklingelt haben, dann kam immer der Springer angerannt und hat hochgerufen, was ist, und da ist runtergerufen, wir brauchen das und das, dann ist der Aufzug runtergefahren und die haben irgendwas reingeräumt und ist wieder hochgekommen. Und wir haben halt unser Späßchen gemacht. Und die sind wirklich extrem im Stress in der Küche. Und damit ich das nicht vergesse, haben sie mich halt da nochmal reingesteckt. Ja, ist einfach schuld, das ärgere ich dir auch so. Ich glaube, Katja war damals in der Küche, mit der ich am Anfang mal gedacht habe, dass da was zwischen uns ist. Weil sie mal so britzelt hat am Anfang. Ruft die Mädels. Hey, wer weiß, vielleicht wäre da auch was passiert, wenn andere Umstände gewesen wären. Hätte es sein können. Ist aber auch so lange her, dass das dann das mit der Freundschaft schon okay war. So Leute, das war's bis hier. Peace out heute.